that's fantastic. Okay. Tell her, yeah, that's true. Why not? Oh, yes. Bar, I see a car. Yes, my jet is leaving tonight. Bye. So, ihr habt's mitbekommen, wir haben wenig Zeit. Time is money and money is time. Handys aus, alle. Meins ist das Einzige, das klingeln darf. Wo ist Pamela? Just in time, Chef. Gut. Wir wollen einen Spot für die Olympia-Bewerbung generieren. Starten wir mit dem Organizing. Ilona, sei brav und schreib mit. Schon dabei. Schön. Gibt's keinen Sushi heute? Pamela, Output. Also, Target ist die Visualisierung des Double Binds der Citizens mit den Sailing Events 2012. Um eine maximale Memorabilität zu generieren? Segel? Als Tools? Die als Key Visuals überall in der Town spread sind. Das schafft den maximalen Impact. Totally multi-mikroprozessual. Zu statisch. Wir brauchen Movement, das liebt ihr doch sonst. Flo, in welchen Ästhetik- und Geschmackskategorien ticken die Hansestädter? Segelboote sind ihr Geschmack. Segelboote auf dem Wasser. Gesegelt durch, nein. Sailboats als Heraldik, die das Binding der Citizens zum Wasser utilisieren. Das ist doch 20. Jahrhundert, überhaupt nicht heutig genug. Ja, überhaupt nicht heutig genug. In welchem Jahrtausend lebst du denn? Wir wollten doch ein integratives Konzept. Ach, Kindchen, damit holen wir die Ichlinge nicht aus ihrem Kokoning. Ich visualisiere mal. Ein kleiner Boy als Emotional Agent. Er wacht auf, weil pfeilschnelle Segelboote durch seinen Traum zischen. Am Beach sieht er tausende People das Olymp-Logo formen. Und das Ganze hochglanzplatonesk. Super, Chef. Ganz große Klasse. Zeitgeistig plätonesk. Heike, Liebchen, bestell mal Sushi. Also generieren wir einen Clip, in dem die Citizens das Logo formen und im Background die Segelschiffe. Ach, wie kriegen wir die People an den Beach? Eine Lotterie. Wir organisieren eine Yacht. Eine Yacht für den Winner. Sponsert. Das ist überhaupt nicht Hollywood genug. Wir müssen ein Event generieren, das moved. Moved. Ein Konzert. Mit einem nationalen Top-Act, der für Stimmung sorgt. Hm. Not bad, Heike. Not bad. Pamela, visualisiere, wie wir das anschieben. Um eine Event-Erotik zu generieren, darf es nicht cheap sein. That's it. Act. That's it. Action. Resultate. Na. Sphärische Ästhetik auf 35 mm originäre Colors. Das Zimmer des Jungen, blau, weiß ich, als maritimer Influence. Seine Kleidung, weiß, silbrig, synonym mit dem anbrechenden Morgen und Visualisierung des Aufbruchs. Prima, Pamela. Next. Die Town. Also wir müssen den Beach, die Beach befestigen für, wegen der Stage. Wegen der ja. Trucks, 32.000 Tonnen. Und, Ilona? Chef, in der Umgebung sind die Hotels total overbooked. Heike? Cappies und T-Shirts sind im Machen. Kamerateam und Equipment für die Logo-Shots sind gedealt. Sag ich doch, bei mir lernen Praktikanten noch was. Also, lot of work to do. Ilona, wie viel Zeit bleibt fürs Finishing? Noch genau 3 Wochen. Hä? In 3 Wochen müssen wir die Show-Acts engagieren? Den Beach befestigen? 8.000 Leute an den Beach bringen und die Logo-Shots realisieren? Und ihr glaubt, das worked? Never. Tja. Forget it. Wieso erfahre ich erst jetzt davon? Hä? Ich sag's euch. Das ist ein Fall von Worst Case. Worst Case. Mhm. Thank you.
das Logo Ich bin ein Rostock-Olymp. Ilona! Mit der Aktion Ilona! Komm schnell! Veranstaltungsort für die Segelwettbewerbe 2012 empfehlen. Mein Spot. Voraussichtlich im kommenden Meine Idee. Das Nationale Olympische Komitee entscheiden, wer den Zuschlag für die Segel. Wie zum Teufel haben die das geschafft? Innerhalb von 3 Wochen. Gemeinsam mit Rostock sind noch Kiel. Wie zum Teufel haben die das gemacht?